Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Enton und der Döskopp. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück hier zu einem entspannten kleinen zu einer entspannten kleinen Sonntagsrunde von ja, Diablo 1, The Hell 3. Für die, die hier zum ersten Mal mit dabei sind, das ist eine Mod. Diablo 1 ist schon ein altes Spiel, ja. Und das ist eine schöne Mod, die viele neue Sachen hinzugefügt hat, neue Charakterklassen, neue Quests, neue Items, allgemein mehr Content auf jeden Fall. Und wir schauen da gerade, ja, letztes Wochenende haben wir ein bisschen reingeschaut, dieses Wochenende schauen wir noch mal ein bisschen rein und dann mache ich wieder ein bisschen Pause davon. Wollte einfach bloß mal gucken, was hat sich so geändert, was ist so Neues dazugekommen mit den letzten Updates und Patches. Das letzte Mal haben wir einen Pistolier gespielt, also wirklich, ja. Ein Cowboy mit Revolver. Fand ich ganz cool. Vor allem das Equipment von dem, das war so sehr Musketier-Style. So dieses Zeitalter. Weiß nicht, was das ist. 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, vielleicht sogar 15. Das, keine Ahnung. Frankreich, so etwa so diese Hemden, diese Hüte. Es sah sehr, sehr cool aus. Aber leider hat der Charakter nicht so richtig gebracht. Also so richtig überzeugt hat er mich nicht. Ich habe dann in der Zwischenzeit noch mal kurz den Trapper getestet, weil ich den ja eigentlich heute spielen wollte. Ich zeige euch mal ganz, ganz kurz, wie er funktioniert. Ich mache jetzt keine Trades, nichts Besonderes. Einfach mal los. Und zeige euch mal ganz kurz, wie der aussieht und warum ich den nicht so mag. Also hätte man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben bei den Traps. An sich. Ist das zu laut? Ne, ist glaube ich okay. Hätte man sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben und die ein bisschen schöner gestaltet, dann hätte ich es vielleicht gespielt. Aber das hier ist. Das ist lächerlich. Das sind einfach bloß rot glühende Würfelchen, die in bestimmten Intervallen Pfeile rausschießen. Und das hat mich dann einfach nicht überzeugt. Weiß nicht. Ganz okay, es funktioniert, aber es war nicht so wirklich mein Ding. Ne? Deshalb machen wir den heute nicht. Denn einen anderen, den ich getestet habe, das nennt sich Nightkin. Das kann man nur aktivieren. Also nochmal. Ich habe dann auch den Nightkin getestet, nur bis zum Butcher. Und Hand ist eigentlich ganz okay. Also der Charakter ist auf jeden Fall stark. Den könnte man auf jeden Fall spielen. Ich persönlich spiele aber nicht so gerne Nahkämpfer in Diablo 1. What the fuck? Wo kommt das jetzt her? Ich spiele halt ungern einen Nahkämpfer hier. Aber wer auf Nahkämpfer steht, den kann ich dem nur weiterempfehlen. Wie ihr den baut, ihr geht auf New Hero. Geht auf. War das Savage? Ja, Savage. Executioner. Und jetzt könnt ihr hier bauen, was ihr wollt. Ich habe zum Beispiel Juggernaut genommen, damit er keinen Knockback bekommt. Hier Juggernaut. Und dann habe ich genommen Heavy-Handed. Da macht man mehr physischen Schaden, verliert dafür aber Spell-Level. Ist okay, der macht keine Spells. Außer vielleicht Fury oder sowas, um noch wieder noch stärker angreifen zu können. Also, so habe ich das gemacht. Und dann ist das Wichtige, dass ihr auch beim Game-Mode. Ne, Moment. Ist hier beim Game Changer, dass ihr da Nightkin auswählt. Der Executioner ist die einzige Klasse, die den Nightkin aktivieren kann. Ja? Und der Nightkin, den brauche ich jetzt gar nicht zu erstellen, den habe ich ja schon. Das ist der hier. Der hat rote Haut. Soll quasi so eine Art Dämon oder Vampir oder sowas darstellen und trägt absolut gar keine Ausrüstung. Das ist sehr interessant. Er trägt null Ausrüstung, bekommt dafür aber halt allgemein durch seine Levels Armor Class und andere Stats. Also auf Level 1 hat er da 4 Armor, glaube ich. Auf Level 2 hat er automatisch 9 Armor. Quasi allgemein durch Level-Ups bekommt der Power dazu. Finde ich ganz lustig. Ist ziemlich stark. Der ist jetzt Level 2 und kann schon den Butcher legen. Das ist für mich immer so der große Test.
Wie stark ist ein Charakter? Kann er im ersten Anlauf, ohne extra noch auf Level 2 leveln zu gehen? Also auf Level 2 des... Level 2 des Dungeons meine ich jetzt, ne? Ohne dort das extra leveln zu gehen, kann er den Butcher legen. Und wie man sieht, er kann den Butcher relativ easy legen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr starke Klasse. Wer auf Nahkämpfer steht, kann ich nur sagen, probiert den mal aus. Wie gesagt, Savage, Executioner und dann bei Game Changer, da müsst ihr Nightkin auswählen. Also Kreatur der Nacht quasi. Ja. Ziemlich cool, aber wie gesagt, ich stehe nicht so sehr auf Nahkampf. Ich will eigentlich immer so Magier oder Summoner oder irgendwie sowas spielen. Und da habe ich mir überlegt, wisst ihr, ich habe den zwar schon einmal getestet, aber das ist lange her und ich glaube, das war bei der Hell 2. Bin nicht ganz sicher. Ich hätte mal Lust, mal wieder dem Psioniker eine Chance zu geben. Ah, hallo Everless. Hallöchen. Und da würde ich jetzt halt wirklich gerne mal gucken, wie der sich jetzt anstellt. Ob sie den stärker gemacht haben, schwächer gemacht haben. Es ist schon lange her, dass ich den gespielt habe. Mal schauen. Ich glaube, ich muss da auf Mage gehen. Und dann im Trade wähle ich dann, glaube ich, Psioniker aus. Ja, da war er schon. Psion. Also. Monster, die in der Nähe sind und sichtbar sind, erhalten einfach pro Sekunde einen bestimmten Schaden. Ne? Der basiert auf dem Charakterlevel und auf deinem Magiestat. Der Berserker ist die stärkste Nahkampfklasse. Das kann gut sein. Ich habe auch nichts anderes behauptet. Ich habe gesagt, der Nightkin sah sehr, sehr cool aus und kann am ersten Anlauf ohne Training direkt den Butcher legen. Und das ist für mich ein Qualitätsmerkmal, woran man eine starke Klasse erkennt, denke ich mal. Zumindest eine, die am Anfang schon direkt stark ist. Fand ich ganz cool. Dachte ich, gebe ich mal so als Empfehlung weiter. Wer mal eine Nahkampfklasse probieren will, die lustigerweise nicht mal Equipment trägt, probiert die mal aus. Ne? Nightkin. Executioner bei Savage. Und dann auf den Game Changer. Ist ganz lustig. Ich wollte heute den Psioniker mal ausprobieren. Der macht quasi einfach nur AOE-Schaden um sich drumherum, im Sichtbereich oder in so eine Art Aura-Bereich. Hat dafür aber keine Mana-Regeneration. Zumindest nicht durch Stats. Wenn wir Mana-Regeneration drauf haben wollen, müssen wir das durch Items irgendwie klären. Und als zweiten Trade, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gedacht, eventuell Grim Deal. Nee. Also ein extra Perk per Level Up ist schon irgendwie geil, aber nee. Was kann man denn noch machen? Kann der Juggernaut nehmen? Small Frame, Auto Hit, Improve. Penalty and was? Melee und Arrow Damage Resist Lowered. Nee, nicht so toll. Nicht so toll. Blue Blood. Daru der Sergil. Moin moin. Grim Deal ist auch recht gut. Später gehst du sowieso auf Mana Shield. Meinst du, ich soll Grim Deal nehmen? Ich habe überlegt, ob ich vielleicht Juggernaut nehme, aber anscheinend kann der das nicht. Juggernaut ist wohl nur bei den Kriegerklassen, oder? Was würdest du denn empfehlen? Einfach ohne zweiten Trade oder dann doch Grim Deal nehmen? Nehmen wir Grim Deal, denke ich. Wo ist es denn? Also man bekommt einen Perk-Punkt mehr pro Level ab. Dafür verliert man halt AC, Life-Prozent, Mana-Prozent, HP-Regeneration, DFE, was ist ein DFE? Das ist irgendein Defense-Wert, ne? Stun-Threshold, Weakened bei 40% des Charakterlevels, ist schon krass, ne? Meinst du, wir sollen Grim Deal nehmen? Ich will es am Ende nicht bereuen. Ich spiele auf jeden Fall nur auf Easy. Ich habe jetzt nicht vor, hier total verrückt zu gehen. Und es ist sowieso nur für heute ein kleiner
Kleines angetestet. Deshalb nehme ich jetzt auch noch extra XP mit. Das ist relativ neu. Für die, die es noch nicht kennen, Acceleration gibt dreifach Erfahrungspunkte. Während du viel Magic hast und Mana Shield, merkst du Regen gar nicht mehr. Ich weiß halt nicht. Wir werden sehen, wie es läuft. Als Acceleration mache ich an. Auf jeden Fall. Dreifach XP ist geil. Ansonsten würde ich sagen, bleibt das alles so, wie es ist. Ja, einfach so. Wie gesagt, es ist eigentlich heute nur so eine kleine Testrunde. So den Nachmittag mal gucken, wie der sich spielt. Bisschen quatschen dabei. Mal gucken, wie es läuft. Ja, zu den späteren Schwierigkeitsgraden komme ich heute gar nicht erst. Daher ist es kein Problem für mich. Greetings. Das reparieren hier, oder was? 3 von 3, was gibt's da zu reparieren? Okay. Als erstes müsste ich mir erstmal die Perks und Synergien angucken. Damit ich weiß, worauf ich hinleveln muss. Also, extra Golem, das ist interessant. Golem Resistance. Spell Mastery, Insulation, ne? Summoning. Wo kommen denn jetzt hier die Charaktereigenen? Da sehe ich schon was. When standing still, total psionic damage gets increased. Das wird gelevelt, aber das braucht gar keine Statuspunkte. Psychokinese, Psionic Aura Damage, das braucht auch keine Statuspunkte. Mind over Matter, Excessive Mana Shield Damage Reduced, das braucht Magie. Okay. Dann gehen wir halt. Sieht so aus, es wäre der recht simpel zu skillen, einfach nur Magie. Aber wir müssen auch die Synergien angucken. Mana increased, was? Trading. Restoration. Spell Power, das ist jetzt mal interessant. Zählt die Aura? Zählt Psionic als Spell? Also würde Spell Power Psionic Damage increasen? Das würde mich mal interessieren. Ist das ein Spell? Eigentlich nicht, ne? Weil man den ja nicht aktiv castet. Ich sehe hier gerade gar keine Synergie, die so richtig Sinn macht. Das finde ich gerade ein bisschen merkwürdig. Weil normalerweise gibt es immer noch irgendwelche coolen Synergien, die dann auch extra Schaden gibt für den Main-Damage-Type. Und da muss man dann halt ein paar Perks leveln, die man nicht so optimal findet. Darum kriegst du aber auch aus der Synergie wieder halt den Bonus zurück. Und hier sehe ich jetzt irgendwie gar keine interessante Synergie. Wie kommt das? Das finde ich merkwürdig. Oder ist Spell Power hier die Synergie? Je mehr Magic, nicht je mehr Mana. Je mehr Magic. Aber du hast die Frage nicht beantwortet. Was? Mana? Nee, ich hab das extra vorher nachgeguckt. Die Formel ist Magie. Steht ja auch da, oder? Hier, Magie durch 100. Nicht Mana. 3 plus Charakterlevel mal Magie durch 100. Ist das hier falsch reingeschrieben, oder was? Und zählt das als Spell? Das möchte ich gerne wissen. Wirkt Spell Power auf den Schaden? Oder nicht? Weil es ist ja theoretisch kein Spell, ne? Wenn man es mal so nimmt. Zählt nicht, okay.
Also wirklich mehr Mana? Nicht Magic? Das ist total merkwürdig. The smell of death surrounds me. Steht ja sogar extra da, Magic. Komisch. Und hier, wie man sieht. Der Schaden, er komme. Dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage, bevor es hier so richtig losstarten kann. Wird der Radius erhöht durch das Sichtfeld oder nur durch den Perk? Ich weiß, es gibt irgendeinen Perk, der erhöht den Radius. Wo war denn der? Oder gibt es den nicht mehr? Ich weiß nicht. Es gab mal auf jeden Fall einen. Gerade wo der ist. The sanctity of this place has been fouled. Okay. War der Meinung, es gab einen, der erhöht den Radius? Oder war das vielleicht ein Item oder sowas? Das ist Aura Damage. Ich bin der Meinung, es gab mal früher einen. Vielleicht ist der weggenommen worden oder sowas. Aber... Ja, es irritiert mich, dass es keine Synergien gibt. Das ist merkwürdig. Und ich würde gern wissen, ob der Lichtradius die Auragröße erhöht. Der Lichtradius erhöht die Auragröße, okay. Ich bin der Meinung, es gab früher einen Perk. Bei The Hell 2 oder so, der den Radius erhöht hat und da war der Lichtradius nicht relevant. Aber das scheint sich geändert zu haben oder ich habe es mir falsch gemerkt oder so, keine Ahnung. Aber wie man sieht, herrlich, oder? Einfach nur herrlich, der Charakter. Zumindest im Early Game. Ich habe schon gehört, later, also wenn man dann in den höheren Schwierigkeitsstufen ist, da kommt er nicht mehr so gut klar, aber so weit spielen wir ja auch gar nicht. So, also was wollten wir machen? Wir wollten Psychokinese, ne? Und Amplify Damage. Und dann später noch ein bisschen Mind Over Matter. Und hier geht erstmal alles in Magic rein, schätze ich mal. Bis wir irgendwo was brauchen für andere, für Equipment oder so. Was war das? Hands of Man, maybe guided by fate? Bin mir nicht ganz sicher, was das macht. Und warum kriege ich gerade Schaden? Ich habe eine negative HP-Regeneration. Wie kommt das? Ach, wegen Grim Fate, ne? Wegen Grim Fate, das senkt die Regenerationsraten. Oh ja, 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 da muss man drauf aufpassen. Wie macht man das denn am blödesten? Am besten natürlich mit vielleicht einem Heilungszauber. Den haben wir ja noch nicht, oder? Mana. Heilung haben wir noch nicht. Und ich krieg sogar Schaden in der Stadt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Kann ich in der Stadt sterben? What ails you, my friend? Kann ich in der Stadt sterben? Hello, good friend. Das ist schon mal gut. What ails you, my friend? Ich kauf doch jetzt keine Heilpotions. Wäre doch total verrückt. Hello, my friend. Greetings. Hello, my friend. Greetings. Das wird ja jetzt mal interessant, ey. Ich habe einfach eine negative HP-Regeneration. Sowas hatte ich auch noch nie. Gleich am Anfang. Gleich am Anfang fängst du an mit negativer HP-Regeneration.
Gute Synergien? Wo hast du das geschrieben? Oben. Guck gerade. Scrolle. Ich sehe es nicht. Kann es sein, dass es vielleicht geblockt wurde? Manchmal ist der Automod ein bisschen merkwürdig, wenn irgendein Wort irgendwie blöd klingt. Also du sagst zum Beispiel einfach nur so, yep. Dann denkt er, du beleidigst einen Japaner oder sowas. Japanese irgendwas, weißt du so. Also manchmal ist der Wortfilter sehr, sehr merkwürdig. Sapiens, Will to Endure und Restoration. Okay. Sapiens, Will to Endure and Restoration. Das müssen wir uns dann gleich mal angucken. Dass die HP so schnell runtergehen, das geht mir gerade ganz schön gegen den Zeiger. Wir brauchen ganz dringend irgendwie einen Heilskill. Oder halt das Mana-Schild, aber das werden wir so schnell nicht bekommen. Oder ich muss jetzt ein bisschen auf Vita gehen. Um mit der. Um ein bisschen HP-Regeneration entgegenzuwirken. Zumindest die ersten paar Level. Oh, Relikt auf Mana Shield. Das könnte man natürlich auch jetzt reinklatschen, ne? So. Haben wir ein bisschen Buffer. Ein Puffer. Du meintest jetzt Sapiens, mehr Mana, Willpower und Fokus müssen wir dann leveln. Was hast du noch gesagt? Sapiens, Will to Endure, Endurance and Willpower, okay. Und Restoration, was ist das? Da, Restoration, Fortitude und Fokus. Müssen wir mal schauen. Einfach nur herrlich, oder? So ein spannendes Gameplay. Kannst du nebenbei noch eine Serie gucken. Ach, guck mal, Book of Healing. Ist ja top. Points. Oh, ich habe übelst viele Punkte übrig. Ja, durch Grim Deal halt dann, ne? Fortitude und Fokus. Willpower und Fokus. Was andere? Endurance und Willpower. Also Willpower, Endurance und Fokus. Willpower. Das hier? Endurance. Und Fokus. Guck mal, ob schon irgendwas geht. Willpower brauchen wir 2. Willpower 2. Und unsere erste Synergie. Sapiens. Haben wir mehr Mana. Ab und zu mal ein Mana Potion rein. Super. Das ist herrlich. Man ist, denke ich, auch vor allem in den früheren, also in den ersteren Leveln jetzt auch ein bisschen overlevelt, weil man ja dreifach Erfahrungspunkte bekommt durch den Game Changer. Deshalb haben wir es jetzt noch ein bisschen extra einfach am Anfang. Finde ich aber gut, da können wir relativ schnell, sag ich mal, durchrushen. Und in die Höhe, in die tieferen Level rein eindringen. Aber wir haben doch keine Mana-Regeneration, oder? Doch? Ich dachte, es disabled die natürliche Mana-Regeneration. Ich dachte, wir könnten dann nur durch Items Mana-Regeneration haben. Bin ich verwirrt. Warum haben wir Mana-Regeneration?
Das stand doch da, disabled. Moment. No Natural Mana Regeneration. Ich war der Annahme, dass Natural Mana Regeneration die durch halt Magic und Mana ist. Durch Fokus? Mana Regeneration. Ach! Ja! Okay, cool. Danke. Deshalb levelt man Fokus. Macht Sinn. Ja, das macht super Sinn. Das ist ja toll, da hat er dann trotzdem Mana-Regeneration. Dachte schon, ich müsste irgendwie ohne Mana klarkommen. Beziehungsweise halt einen Haufen Fette fressen und irgendwie auch, zumindest auf Equipment, ein bisschen Mana haben. Das ist langweilig? Wer sagt das? Dennis von der Kamp. Naja, du kannst ja gerne eine andere Klasse spielen. Ich finde es gerade einfach lustig, dass ich hier langlaufe und alles fällt um. Hat was. Wenn man das mal mit dem letzten Wochenende vergleicht, wo ich mich hier mit dem Pistolier durchgekämpft habe, ist das ein völlig anderes Gefühl. Mach schneller. Wie wär's mit Leck mich? Mach, wie ich mache. Und wenn es dir nie gefällt, kannst du woanders hingehen. Ich finde das gar nicht nett, wenn dir jemand auftaucht und sagt, scheiße, mach anders. Nö. Nö. Lad dir das Spiel selber runter, spiel es selber. Wenn es dir nicht gefällt. Also Leute, was stimmt mit der Jugend von heute nicht mehr? So, ja, da machen wir noch ein bisschen Fokus rein. Mana-Regeneration ist ja super geil. So. Später ist Psion sehr schwer zu spielen, weil Gegner in späteren Schwierigkeitsgraden Hunderttausende an Leben haben und Psion leider einen Damage Cap von 9000 Damage hat. Später kitest du minutenlang einen Gegner. Ja, das kann ich mir vorstellen. Habe ich auch schon gehört, dass dann halt auf den höheren Schwierigkeitsgraden das halt richtig scheiße wird. Aber ganz ehrlich, bis dahin werde ich ja gar nicht spielen. Bis dahin werde ich ja gar nicht spielen. Danke, das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Danke, dass du es noch auf Video aufnimmst. Ich habe nur meine Meinung geäußert. Tschüss, verpiss dich. Gott, ey, Kinder, ey. Nichts Besseres zu tun, als bei Leuten hier in den Stream reinzukommen und rumzustänkern. Wenn es dir nicht gefällt, klick weiter. Geh mir nicht auf den Keks. Konstruktive Unterhaltung ist ja schön und gut, aber nicht sowas hier. Gefällt mir nicht, mach anders, mach schneller. Geh, geh, kusch. Ich brauche hier keiner. So, Amplify Damage. Erstmal Psychokinesis. Jetzt gucken wir uns mal den Butcher an. Easy. Den Ring, es ist mir aber aufgefallen, ich habe letztens mit dem Pistolier auf Normal gespielt, statt auf Easy. Und da hat der Butcher jedes Mal so einen speziellen Butcherring fallen gelassen. Ich weiß nicht, was das ist, ein Unique oder irgendwas, sowas in der Art, ne? Ist mir dann aber aufgefallen, auf Easy droppt er nicht. Droppt er dann erst nach einer bestimmten Schwierigkeit? Also wenn ich dann jetzt quasi auf Horror durchspiele und dann Purgatory und Doom gehe und sowas, kommt der dann da irgendwo oder muss ich dafür auf Normal und Aufwärts spielen? Sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Schwierigkeitsgrad und Spielmodus oder wie auch immer man das nennen möchte. Kommt es dann erst ab einem bestimmten Spielmodus oder wie läuft das? Das ist keine Legitimation, eine Straftat zu begehen. Verschwinde! Dich will hier keiner. Gott, Alter, was ist das für ein kleines Kind? Ne, einige Units droppen nur für spezifische Klassen. Ach, deshalb, okay. Weil beim Pistolier kam halt so ein spezieller
Butcherring. Butchers Cleaver. Oh, nice. Die Axt vom Butcher. Ah, ich sehe gerade, ich muss ja da. Ich habe ja jetzt mein Mana-Schild verloren, ne? Weil ich ins nächste Level rein bin. Müssen wir aktiv ein bisschen heilen. Für fick dich kann man keine anzeigen, da runzelt die Polizei nur mit der Stirn. Soll das versuchen, ist mir total egal, ey. Nichts besseres zu tun, als rumzustänkern und Leuten auf den Keks zu gehen. Da habe ich null Respekt vor. Ja, genau, Internet-Trolle. Hey, hallo Benny. Ich habe die Takis, die du empfohlen hast, habe ich jetzt mal bestellt. Die könnte man dann nächsten Freitag im Futtern mit Durchstream machen. Die blauen Takis. Oh, Armor Breaking, nicht so cool. Sollten wir mal langsam mal zurückgehen. Also in der Stadt kann ich nicht sterben, ja? Ich probiere es mal aus. Ja, ich kann nicht sterben, okay. Hello, my friend. Greetings. So, was haben wir denn hier? Armor Class 3. Ist hier überhaupt eine Armor Class drauf? Gar nicht, oder? Brauche ich eine Armor-Class, wenn alles stirbt, bevor es an mich rankommt? Dann nehme ich lieber MF mit, oder? Ein Executioner hoch. Mhm. Machst du den mit Nightkin oder ohne? Ich hatte mir das jetzt mal angeguckt. Nightkin sah ganz lustig aus. Aber Melee-Klassen gefallen mir nicht so, ganz ehrlich. Deshalb, ja, habe ich es dann sein lassen. Was machen diese Mana-Charges eigentlich? Die füllen das Mana auf, ne? Hebe ich den mal auf. Oh, Identify-Dinger. Hätte ich benutzen können. Holy Water. Ah, jetzt müssen wir mal ein bisschen sortieren hier. Alle Attribute. Was ist das? Lightning Resistance 4 zu Magic. 4 zu Magic Resistance. Ja, das nehmen wir doch. Und mal reparieren. Was mich jetzt gerade irritiert. Ich hab Durability gerade übelst low gehabt. Ne? So von wegen die Sachen fast kaputt gegangen. Dabei hat mich ja eigentlich gar nichts geschlagen. Ich habe ja bloß durch Minus Life Rack mehr oder weniger Schaden bekommen. Zählt der Minus Life Rack Schaden gegen die Durability von Items? Ah
Alter, kannst du mal einfach verschwinden und aufhören, hier rein zu spammen, Dennis, von der Kamp? Was auch immer du für ein Typ bist. Ich weiß nicht, was das soll. Kommt hier rein, stänkert. Nichts Besseres zu tun, oder? Bann den jetzt einfach, oder? Block User on YouTube. Tschüss. Ich habe Besseres zu tun, als mich mit irgendwelchen Kindern hier rumzuärgern. Nee, aber meine Rüstung war ja bei 1 von 15 oder 2 von 15 oder sowas. Das Ding war schon fast kaputt. Also stand ja da, Armor Breaking. So als Warnung. Achtung, da, deine Rüstung geht gleich kaputt. Und ich frag mich, liegt das an dem Schaden, den ich bekommen habe? Oder woran liegt das? Also Schaden durch minus Life Rack. Pfeil oder so. Es könnte auch sein. Oder einer der Schreine vielleicht. Da war ein Schrein, von dem ich nicht ganz wusste, was der gemacht hat. Ich glaube, es gibt doch Schreine, die machen irgendwie Schaden auf Ausrüstung, erhöhen dann aber maximal Durability oder sowas in der Art. Oh, Book of Townport. Ne, habe ich das nicht schon? Ne, hatte ich noch nicht. Auf Town Portal machen wir mal. Das machen wir mal auf die F4 und die Heilung auf die F1. Und da ist er schon wieder. Oh mein Gott. Wenn du dich nett benehmen kannst, kannst du auch gerne bleiben, sag ich mal so. Aber wenn du anfängst rumzustänkern, werde ich dich halt weiterhin blocken, ne? Ich mache hier die Regeln, nicht du. So läuft das. Und wenn du mir auf den Keks gehst, ja, dann kann ich auch mal stärkere Wörter gebrauchen. Richtig, gut erkannt. Richtig, und ich sitze am längeren Hebel. Daher weißt du was hier, wie es hier abläuft, ne? Politik gehört nicht in einen Gaming-Stream. Ich werde hier keine Politik diskutieren. Ja, ich merke schon, der versucht einfach nur, mich zu provozieren. Will vielleicht, dass ich irgendwas Schlimmes sage und dann will er es aufnehmen, beziehungsweise es ist ja aufgenommen, ne? Ist mir Wumpe. Wenn er weiter quatscht, sperre ich ihn halt wieder und immer wieder. Wie gesagt, wenn er sich benehmen kann, dann ist ja alles okay. Aber es sollte klar sein, dass Politik in einem Gaming-Stream nicht zu suchen hat, oder? Nö, ja. Wie gesagt, ich reg mich nicht auf. Ich hab da einfach so einen Bann-Button und dann ist gut. Jetzt fängt's an, ne? Jetzt muss man auch langsam aufpassen, dass man den Pfeilen ausweicht.
Jetzt ist es nicht mehr ganz so einfach, aber immer noch recht gechillt, muss ich sagen. Lesser Orb. Was macht denn das Ding? Erhöhten Mana-Prozent, ne? Aber ich hab das Gefühl, diesen Mana-Stone-Shard, den sollte man trotzdem vielleicht aufheben oder sowas, wegen diesen Mana-Charges. Für Notfallsituationen oder sowas, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, dann später nochmal an so einen ranzukommen, oder? Hier ist eine Sackgasse. Warum laufe ich da rein? Psychogenese und Amplify. Die HP tickt ganz schön schnell runter, du. Wir brauchen echt schnell eine Gegenmaßnahme dagegen. Ja, Mana-Schild und Fokus, ne? Das wird es dann werden. Allgemein kann ich ja jetzt auch schon mal ein bisschen Fokus. Soll ich Fokus am besten gleich maxen? Oder wäre das ein bisschen Overkill? Wäre Perk-Verschwendung, ja? Was denkst du, wie viel machen denn Sinn? So 10 Punkte oder sowas? Oder nur so viel, wie man für die Synergie braucht? Wahrscheinlich nach der Synergie richten. Alles klar. Synergien schaue ich mir dann nochmal in Ruhe in der Stadt an. Jetzt gerade ist ein bisschen viel los. Und da die HP konstant runter ticken, bin ich auch konstant irgendwie am Saufen hier. Ein Pott nach dem anderen. Das ist aber so geil, einfach das Gefühl, du läufst in den Raum rein und alles fällt um. Das macht Gaudi. Mal schauen, wie weit wir heute mit ihm kommen. Wäre cool, wenn wir vielleicht bis Uber Diablo kommen. Einmal das Spiel quasi abschließen auf der ersten Hello. Schwierigkeitsstufe. Das wäre schon ganz lustig. Fast jeden Tag neue Version von The Hell 3. Aber das ist doch dann meistens hier über den Patreon. Da muss man dann Mitglied sein oder sowas, ne? Die kostenlosen Versionen, die kommen, glaube ich, bloß alle paar Tage oder sowas. Oder? Ne? Aber die auf dem Patreon sind auf jeden Fall weiter voraus, ne? Mit den Versionen. Das soll jetzt auch keine Werbung fürs Patreon sein. Ich bezahle dem auch kein Geld. Hab da auch nicht vor, reinzuzahlen. Hello, my friend. Und hallo, BP. Was ist das für ein Bild? Psionica. Wenn du Magier wählst und dann bei Trades Psionica, dann hat der konstant um sich drumherum so eine Damage-Aura. Quasi der Lichtradius. Da wird jede Sekunde, glaube ich, einmal halt Damage getickt. Über Mage auf jeden Fall musst du das auswählen. Greetings. Oh, Madara, Hallöchen. Physischen. Oder psychisch. Ich glaube, du hast da ein S zu viel drin. Physischer Damage ist es, glaube ich, ne? Ja. Hey, was ist es jetzt? Physisch oder psychisch? Beide.
Ich heb den mit dem Charge mal auf für den zweiten Slot. Weiß der Geier. Einfach mal schnell hier wechseln und Mana rechargen. Und hier packen wir mal, weiß ich nicht. Oh, wisst ihr, ich muss schon anfangen, Dexterity zu leveln. So ein bisschen alles mitleveln. Plus Equipment. Machen wir das mal so. Überall ein Punkt und dann da zwei. Für die nächsten Level Up. Eins zum Mana-Regeneration, Hitpoint, 16 zum Mana. Also du meinst wirklich, Mana macht mehr Schaden. Also soll ich dann auch wirklich auf jeder Quelle Mana mitnehmen? Schätze ich mal. Oder Magic, weil Magic natürlich auch dann wiederum Mana gibt. Je nachdem, was mehr gibt oder was mehr Sinn macht. Concentration. Live-Regeneration, das ist da auch ganz gut. Dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen gegengekontert. Was haben wir hier? 10% Light Radius, das müsste ich eigentlich nehmen, oder? Was nehme ich da? 13 Mana oder ein Live-Rack? Was? Wenn du über deine Damage-Nummer hoverst? Psionic Damage, 28, ne? Da ist er. 28, da kann ich jetzt mal Mana wegnehmen. 28. Ich habe jetzt zwei Mana-Quellen weggemacht. Und hier ist auch nochmal plus 2% Mana. 28. Bist du dir sicher, dass es Mana ist? Ich bin der Meinung, es müsste Magic sein. Guck, jetzt nehme ich Magic weg. 27. Die vier Magic machen direkt einen Schaden aus. Aber 2% Mana, 13 Mana und 16 Mana haben nichts gemacht. 28. Ich bin der Meinung, es müsste Magic sein. Gut, wir können es ja im Laufe der Zeit dann einfach mal testen. Wir finden das schon irgendwie heraus. Nehmen wir jetzt Lichtradius, oder? Man könnte ja einfach nochmal im Chat nachfragen. Ich frage mal einfach ganz kurz in dem Discord nach. Mal gucken, was die antworten. Ich habe kurz gefragt, weiß der Geier, wie lange die brauchen zum Antworten. Aber sobald ich eine Antwort sehe, sage ich Bescheid, ne? Aber ich bin der Meinung, es müsste Magic sein, weil es steht ja sogar in der Beschreibung so drin. Nearby Visible Monsters take 3 plus Charakterlevel mal Magic durch 100 Damage. Müsste eigentlich Magic sein. Schauen wir mal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich nehme jetzt erstmal die Mana raus und nehme die Life-Rack. Town-Portal kann ich jetzt verkaufen. Ich habe das Buch. Ja, Potions. Ich bin auch ganz schön am Potions saufen, du. What ails you, my friend? Bin mal gespannt. Ach nee, Synergien wollte ich mir angucken. Vergesst immer wieder, was ich machen wollte. Synergien, Sapiens. Das ist halt die Frage, ob es sich dann wirklich lohnt, überhaupt Mana durch Sapiens zu erhöhen, wenn Mana dann doch keinen Schaden macht. Ich schau erstmal, was die sagen, ne? Ich schau erstmal, was die sagen, bevor ich Sapiens weiterlevel. Was hatten wir noch? Will to Endure?
Erhöht mit Vitality und Magic von Affixen. Ja, das ist eigentlich auch cool. Ach nee. Affixe, die Vita und Magic erhöhen, geben extra Life und Mana. Okay. Und was war noch das andere? Restoration, ne? Fortitude. Ja, Regeneration, das wäre ganz gut. Machen wir mal ein Level auf Fortitude. Und dann eins in Restoration. Super. Da haben wir jetzt schon mal eine positive Lebensregeneration. Und müssen uns jetzt nicht mehr so viele Pötte reindonnern. Das ist schon mal ein Schritt vorwärts. Und Mana Shield Perk. Habe ich den eigentlich schon? Glaube ich, habe ich noch gar nicht. Mind Over Matter. Kommt mit Level. Achso, sobald man Mana Shield hat. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Es macht tatsächlich Sinn. Ach stimmt, für Mana Shield ist es immer noch relevant, Sapiens zu leveln. Ja, ja, das kenne ich, ja. Das kenne ich. Beim Laufen geht es dann trotzdem runter. Gibt es bei manchen Kriegerklassen oder allgemein bei manchen Klassen, gibt es da einen coolen Perk dazu, der das deaktiviert? Der Pistolier hatte das zum Beispiel, weil der konstant am Schießen ist. Ne? Viele Kriegerklassen haben das auch, habe ich gesehen. Also zumindest ja der Savage, den ich getestet hatte, Executioner mit Nightkin, der hatte das auch. Und ich glaube, sogar beim Trapper gibt es das, weil Trapper ja auch die ganze Zeit Fallen wirft. Also es gibt es schon bei mehreren Klassen. Oh, ich habe eine Antwort bekommen. Mordor hat direkt geantwortet. Der Radius... Der Damage-Radius vom Psioniker ist statisch. Das heißt, er ändert sich gar nicht. Egal wie viel Lichtradius du hast, der Aura-Bereich ändert sich dadurch nicht. Und er hat auch geschrieben, es ist Magic, nicht Mana. Wir können natürlich trotzdem ein bisschen auf Sapien draufkloppen. Ja, schau in den Discord rein. Schau auf den The Hell 3 Discord rein, der hat gerade geantwortet. Wir können natürlich trotzdem auf Sapient gehen, fürs Mana-Shield, wie du schon gesagt hast. Aber für den Schaden ist es nicht relevant. Also lieber auf Magic stacken als auf Mana, weil das gibt ja auch dann wieder Mana, wenn du hohes Magic hast. Von wann hast denn du die Info? Weil ich habe in The Hell 2 habe ich schon mal einen Psioniker gespielt und ich bin der Meinung, damals war es auch schon Magie. Da muss das schon ein Weilchen her sein. Oh Gott. Hat der diesen Perk, wo man Fallen sehen kann? Awareness, ja, den würde ich auf jeden Fall im nächsten Level Up noch mitnehmen. Dann ignoriere ich einfach die Kisten oder so, die eine Falle drauf haben. Weil dieser Charakter wahrscheinlich ziemlich squishy sein wird. Na gut, Mana Shield. Weiß nicht, wie gut das Mana Shield sein wird. Aber ich will es trotzdem sehen können, wo eine Falle ist. Was? Item Sprites von Elden Ring geklaut? Wo hast du denn das gesehen? Hier oder was? Oder im Discord? Ach so. Ich habe Elden Ring gar nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Souls-Likes. Habe ich eigentlich gar nichts davon gespielt. Ich habe ein paar bei Kumpeln gesehen, ich habe ein paar bei irgendwelchen anderen Streamern oder YouTubern gesehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich dran verzweifeln und rumfluchen und mich aufregen und sonst was.
Da würden hier nur noch Schimpfwörter rumfliegen. Ich kenne mich da selber zu gut. Weißt du? Aber ich weiß, dafür gibt es auch eine gigantische Fanbase. Viele Leute lieben die Spiele. Ich bin wahrscheinlich einfach bloß zu langsam und zu schlecht für sowas. Da tue ich mir das lieber nicht an. Moment. Moment, ich öffne das gleich mal hier im Stream, dass es alle gleich mitgucken können. So. Godskin Noble. Das Ding hier, was ist das denn? Consent. Was? Ich will gar kein Consent geben. Lass mich in Ruhe. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Also das hier ist der Hood. Und das ist der, ja, den Skin entfernt. Einfach nur grau gemacht quasi, ne? Aber hast schon recht, das ist genau die gleiche Form. Sogar hier unten, das Zeug hier. Genau die gleiche Form, bloß der Skin entfernt. Naja, aber was erwartest du? Also das... Der Mordor ist ja, sag ich mal, ganz alleine an dem Projekt dran. Hat, glaube ich, jetzt keine Artists oder irgendwie sowas, die irgendwas für ihn machen. Aber theoretisch ist es schon grenzwertig, ne? Weil er ja über Patreon damit Geld verdient. Da er über Patreon damit Geld verdient, könnte er da nicht sagen, ja, es ist bloß ein kleines Fanprojekt und so. Ist grenzwertig. Ich weiß nicht, ob da irgendwann vielleicht eine Klage kommen könnte, wenn irgendjemand sagt, hey, du hast da unsere Arbeit geklaut. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so sehr aus mit dem Copyright Law. Oder was ist denn das dann? Copyright Law ist das nicht, das ist was anderes. Künstler? Wie nennt man das? Wie nennt man das? Wenn einem Künstler sein Bild gehört, kannst du es ja nicht einfach weiterverwenden. Ich denke mal, das Projekt ist auch einfach viel zu klein, dass es irgendjemandem auffallen würde. Vor allem, weil er für das Spiel selber ja tatsächlich kein Geld bekommt. Er bekommt es für das Patreon. Und ich weiß nicht, wie das dann zählt. Also wenn man über Patreon Geld verdient, ob das dann so zählt, als ob man mit der Kunst anderer Geld verdient. Weißt du? Weil theoretisch bekommt er das Geld nicht für die Kunst, sondern für seinen Patreon. Ich habe keine Ahnung, wie da die Rechtslage aussieht. Schon ein bisschen mutig, was er da macht. Dass er einfach von Diablo 2 auch teilweise einfach Sachen klaut, ne? Aber das machen ja viele Modder. Das machen ja ganz viele Modder. Hast ja auch viele Diablo 2 Mods, die dann auch teilweise aus anderen Spielen Sachen klauen. Wo sind die alle? Hallo? Da. Diablo wird interessant. Der hat ja diese, wie heißt denn der Skill? Apokalypse? Wo er einfach halt alles in seinem Sichtradius damit verletzt. Das wird dann so ein... Das wird ein sehr interessanter Kampf. Wird der mich weghauen oder werde ich ihn weghauen? Auf jeden Fall noch mal reinkommen und hier alles einsammeln. Sagen wir es mal so, er hat die Sprites von Dark Souls 1, 2 und 3 genommen. Von Path of Exile, von Grim Dawn, von Elden Ring, WoW. Ja, ich denke mal, er hat da ein bisschen Glück, dass das ein relativ kleines Projekt ist und dass das niemanden großartig auffällt und dass die wahrscheinlich
keinen Bock haben, Geld in Anwälte reinzustecken, um da was reinzuklagen. Weil am Ende könnte er sagen, ja, er hat es als Grundlage genommen und dann aber verarbeitet, verändert. Und seinen eigenen Twist drauf gesetzt. Und dann, was ist es dann? Ist das dann Künstler... Nee, wie nennt man das? Von der künstlerischen Freiheit gedeckt? Nee. Wie nennt das? Wie heißt das? Gibt es sogar so ein Lied? Ich komme jetzt nicht drauf. Ja, wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Head of War. Damage Resistenzen. Hitpoints, Mana. Eins auf alle Resistenzen. Minus Schaden von Gegnern. Minus Life und minus Mana Regeneration. Genau das, was ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann. Fuck. Ah, das ist gemein. 6 of Magic hier. So soll das. Armor Class 9, na gut. Nehme ich jetzt mal. Was denkst du, das Ding aufsetzen oder nicht? Dann haben wir wieder eine negative Lebensregeneration. Ist nicht so praktisch. Ist mir nicht wert, glaube ich. Ja, wenn ich Mana Shield erstmal hab, dann vielleicht. Madara, du machst schon los? Alles klar. Heute Abend gibt's nochmal, glaube ich, eine kleine Runde Pokémon, wenn du Bock hast. Kannst da mal reinschauen. Je nachdem, wie sehr mich der Charakter mitreißt. Also bis zum Abendbrot spiele ich das auf jeden Fall und dann muss ich mal schauen, ob ich dann abends noch mal eine Runde Pokémon reinschmeiße oder wir hier weitermachen. Kommt drauf an, wie gut er sich noch anstellt. Works schon wieder, oh mein Gott, oh Gott. Soll ich jetzt Awareness mitnehmen oder nicht? Und dann wieder Genese. Amplify. Ein Fortitude bräuchte man noch. Fortitude. Und dann können wir wieder Restoration. Ach, wir haben keinen Punkt. Die Punkte gibt's, die Synergiepunkte gibt's alle 5 Level, oder? Also auf Level 15 oder auf Level 16 kommt wieder einer. Bis Ende Doom an einem Tag. Puh. Gut, das ist sportlich. Das werden wir nicht hinbekommen. Ich quatsche ja viel zu viel nebenbei noch. Ich habe da auch nicht wirklich jetzt so die Hummeln im Hintern, dass ich jetzt sagen muss, ich muss mich beeilen oder so. Den besten Wand in Slot für Psion direkt beim ersten Purgatory über Diablo gedroppt habe. Was kann denn der Beste? Gibt der einfach zusätzlich Psy-Damage oder mega viel Magic oder sowas? Joker's Beak. Also Joker's Schnabel. Ich habe ja gehört, Mordor soll sich jetzt auch ein bisschen breitschlagen lassen haben, dass er wohl angeblich in nächsten Patches anfangen wird, die Unix ein bisschen zu überarbeiten, dass die nicht mehr so viele negative Aspekte haben. Das ist das, was mich hier bei der Hell 3 so ein bisschen stört. Der Hell 1 war noch ein bisschen anders. Hat mir der... Oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Ich bin so schlecht mit Namen. Der Everless hat mir das gesagt. Ich wusste das gar nicht. Es ist mir nie aufgefallen bei der Hell 1, dass der Hell 1 noch richtig geile Unix hatte. Und dann über der Hell 2 und der Hell 3 sind die immer schlechter geworden, weil die immer viele negative Aspekte noch mit dazu haben.
Und der hat mir erzählt, dass der Mordor eventuell jetzt mit den nächsten Patches die negativen Aspekte ein bisschen runterschrauben wird. Das könnte dann interessant werden. Dass die Unix dann mal endlich wieder mal ein bisschen mehr Sinn machen. Ich finde das schade, wenn man einen Unix findet und dann wegschmeißt, weil einfach viel zu viele negative Attribute drauf sind oder sowas. Spell Level plus 5. Magic plus 140 bis 160 und Mana minus. Ja, Mana minus ist ja okay. Brauchst du ja nicht, wenn du genug hast. Wie no? Du machst, was ich dir sage, Digga. Bumm, yes. Yes, we can. Wie war das Wetter eigentlich bei euch jetzt die letzten Tage? Jetzt blöde Frage, jetzt fängt er an, über das Wetter zu reden. Nee, mal ernsthaft. Also war jetzt in vielen Bundesländern war jetzt hier richtig Unwetter. Bei uns in Sachsen war auch ein bisschen was los, aber wir hatten mehr oder weniger Glück. So viel, wie sie angekündigt haben, ist nicht runtergekommen. Also bei uns ist nichts überflutet, von dem ich wüsste. Wir haben gestern sogar noch bei einem Verwandten ein bisschen mehr ins Gebirge. In Struppen, falls euch das was sagt, aber... Bisschen mehr ins Gebirge geht es da schon hoch. Haben wir dort gestern eine Geburtstagsfeier gefeiert. Mussten ein paar Pavillons aufbauen, weil es ja doch ein bisschen geregnet hat. Aber es ging. Ging. Also richtig Unwetter, wie es angekündigt war, hat uns Gott sei Dank nicht erwischt. Synergie ist jetzt da. Ja, jetzt ist sie da. Restoration. Boom, Chakalaka. Dann, was brauche ich als nächstes? Fortitude 3. Können wir machen. Fortitude... 3. Ach, es gibt ja auch noch Life Regeneration. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Jetzt haben wir wieder gescheit Life Reg. Jetzt könnte ich die Mütze aufsetzen. Jetzt könnte ich die Mütze aufsetzen. Na, mal schauen, was wir aus dem Haufen noch mitziehen. Vielleicht ist da was Besseres dabei. Aber gut. Cool. Ich muss sagen, die dreimal Erfahrungspunkte, die merkt man krass. Die merkt man so krass. Weil das letzte Mal, als ich Beziehung gespielt habe, da war das auch ganz cool. Konnte relativ gemütlich durchlaufen, aber nicht so gemütlich. Also Level 15. Bin Level 15. Und wir laufen gerade auf Dungeon-Ebene 3 rum. Ohne New Games. Jetzt, ne? Level 15. Das ist ja... Das finde ich aber auch gut, dass er das reingemacht hat, weil der hat doch mittlerweile das Maximallevel. Was ist denn das Maximallevel? 150 oder sowas? Oder 300? Ich weiß es gar nicht so genau. Der hat das Maximallevel übelst erhöht. Und da bin ich echt froh, dass er jetzt auch ein bisschen mehr XP reingeklatscht hat, damit man auch mal so ein Level erreichen kann. 150, ja. Du bist mit Level 24 und gerade mal in den Caves, ne? Also wie gesagt, dieser Game Changer, dreifache Erfahrungspunkte, das ist wirklich ein krasser Game Changer. Also wirklich, literally. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Game Changer. Bräuchte ich nur noch Teleport und Mana Shield? Und dann wäre ich schon super happy hier, ey. Geht gut. Aber warum ist denn dann eigentlich so ein Psionic Aura Tick bei 9000 gekappt? Das finde ich ein bisschen blöd. Also wenn die Leute auch wissen, dass Psionica am Ende Probleme haben, gerade wegen dem Damage Cap, warum will er das dann nicht ändern? Hat er da mal irgendwas dazu gesagt? Würde mich mal interessieren. Greetings. Spells are increased one level. Minus 2 Damage from Enemies. Hab ich überhaupt Spells? Irgendwann später vielleicht benutze ich welche, aber ich weiß nicht.
Oakstand, der Eichenstand. Das ist ja auch super. Accuracy brauche ich ja nicht, ne? Wobei Stuntrush, aber hier ist Magic drauf. Magic ist auch gut. Bei auf alle Attribute. Sagst du überall auf jedem Gear bestes Magic? Ach so, also du meinst, es ist nicht wirklich auf 9000 gecapped, sondern du kannst gar nicht mehr erreichen. Wenn du maximal Stats hast, kommst du auf die 9000, oder wie meinst du? Ich dachte, da ist wirklich so ein Hardcap drauf, über 9000 kannst du nicht machen. Aber du meinst, nur dann, wenn man das beste Equipment hat, dann kommt man auf so einen Wert und höher kommt man nicht. Alles klar. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, nee, so weit werden wir gar nicht kommen. Das jetzt ist es jetzt schon klar. Wollte ja nur mal antesten, gucken, was sich so geändert hat. Also ich habe ja letzten Samstag habe ich ja den Pistolier gespielt und habe dabei halt zum Beispiel entdeckt, dass ein paar Quests sogar verändert wurden. Du kennst doch garantiert noch, wie heißt die? Die Hall of Valor, die Halle der Tugendheit, wo man dann halt den Arcane Valor bekommt. Und die Quest wurde umgearbeitet. Du findest am Ende dieser Halle war ja ein Boss und der hat dann halt die Rüstung gedroppt. Jetzt steht der Boss ist trotzdem da, die Gruppe ist trotzdem da, aber am Ende dieser Halle steht ein Teleporter. Da gehst du rein und wirst in eine neue Map teleportiert. Musst dich da durchkämpfen, noch ein Teleporter, noch eine neue Map und am Ende der Map bekommt man erst dann die Rüstung. Da war ich schon ganz schön überrascht. Das kannte ich so nicht.